So gut hat es noch nie geklappt. Auch hier können wir wieder den Sting Chameleon nennen. Macht das Ganze echt leichter. Auch wenn er nicht unendlich lange hält, wie ich gleich feststellen werde. Ja, genau, da war es schon soweit. Aber man kann ja öfters einsetzen. Und das bisschen Energie, das man da verliert, das ist nicht weiter tragisch. Denn wir sind schon beim Endboss für diese Stage. Nein! Nein, sind wir nicht! Sind wir nicht! Typisch Mega Man, die Great Eight kommen nochmal. Aber da wir ja alle Schwächen kennen und bestens ausgerüstet sind, hoppla, sind die natürlich keine Gegner für uns. So, damit wäre der erste der Great Eight tatsächlich wirklich richtig besiegt. Die haben ja so die dumme Angewohnheit, immer wieder zu kommen. Aber diese nicht mehr. Mi-Tools im Weg. Boah, geht doch. Geht doch einfach alle sterben. Dann mal den Anfang. So. Jetzt haben wir es aber geschafft zum ersten Boss. Das ist... hat keinen Namen. Ist einfach nur gigantische Spinne, die auf ihren Fäden nach unten gleitet, um uns zu zerstören. Und du musst einfach nur geschickt ausweichen und im richtigen Moment schießen, dann ist das auch kein Problem. Nervig sind allerdings diese Minispinnen. Und auch hier ist der Quick Boost, der Quick Dash, sehr vorteilhaft, wenn man natürlich in die richtige Richtung dasht. Nicht so wie ich gerade eben. Ja, im Prinzip war es das auch schon wieder mit diesem Gegner. Nicht besonders anspruchsvoll. Er wird allerdings immer schneller. Was das Treffen natürlich sehr schwierig macht. Aber wenn man an der richtigen Stelle steht, ist das soweit kein Problem. Ich stelle mich genau rein. Ich bin noch ein Horst. Entscheidet die Reaktionsgeschwindigkeit. Bam! In your face! Und damit wäre die erste Final Stage auch geschafft. Wir bekommen leider nichts mehr Neues. Dafür ein Passwort. Das aber, soweit ich weiß, auch nicht viel weiterhilft. Nun gehen wir in die nächste Sigma Stage. Die dann mit Geschicklichkeit zu tun aufhört. Das muss man sagen, im Vergleich zu den Mega Man-Spielen ist der Geschicklichkeitspart in dem Spiel dann doch etwas. Was heißt etwas sehr viel geringer. Es gibt keine Stelle, wo man wirklich viel Geschick aufweisen müsste, um die zu schaffen. Hier zählt reine Feuerkraft. So, dann haben wir hier unseren Freund. Den dicken, kleinen, fetten Pinguin. Der aber genauso leicht zu erledigen ist wie der Affe Sparkman Drill. Das Einzige, was ihn schützt, ist dieser Slide Move. Aber das hört man ja dann. Tja, wie gesagt, mit der richtigen Waffe ist das alles kein Problem. Gehen wir zurück auf den X-Buster. Wir wollen ja keine Munition verschwenden. Bam! Hab ich den weggeschossen von seinem
Armored Carrier, wie The Vile das ausgedrückt hat. Ja, wie gesagt, in dem Spiel gilt mehr reine Feuerkraft und Manpower als Geschick. Ist aber an sich nicht unbedingt eine schlechte Sache. So. Ja, die einzigen Geschicklichkeitsübungen sind dann solche Sprünge. Und dann werden wir den doch mal erledigen. Natürlich mit der richtigen Waffe. Bringt ja nichts, den mit seiner eigenen Waffe anzugreifen. Zügig vernichten. Ja, wie gesagt, die Great Aids sind in diesem Stadium kein Problem mehr. Weiter geht's. Immer schön den Turm hinauf. Ich könnte gerade mein Boomer-Konvenger wohnt hier. Aber dem ist nicht so. Hier wohnt jemand anderes. Nicht dämliche Fledermäuse. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Boss. Lass mich nochmal überlegen, welcher das war. Der Boss der Sigma Stage in diesem Level war. Ah ja, richtig. Das Killer Face. Hier kann man sich etwas leichter machen, indem man zuerst mal die Nase zerstört. Klappt natürlich nicht immer. So, damit wäre auch das zweite Auge zerstört. Das hat man leider jetzt nicht gesehen. Aber, ja. Wie gesagt, die Gegner sind mit der richtigen Waffe kein Problem. Damit wäre die zweite Sigma Stage beendet. Jetzt noch den Abschlussmove. Yeah. Swoosh. Und gleich weiter in die dritte Stage. Denn wir wollen ja zügig fertig werden mit sehr spannender Musik. Meine Stimme kackt ab. Ja, da haben wir wieder das Frettchen, Gürteltier. Auch nichts Neues dazu gelernt ist. Und der auch immer noch genauso einfach zu besiegen ist. Sehr einfach. Ja. Und so prügeln wir uns dann jetzt schließlich durch alle Levels durch. Bis wir dann schlussendlich Sigma gegenüberstehen. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Schon. Die Taktik ist einfach imbar. Könnte es fast schon als Cheaten bezeichnen. Cheaten, noch als Cheaten, ey. Voll der Cheater, ey.
als Cheaten bezeichnen, aber es ist eine legitime Taktik. Na komm. Nimm mich raus. Flucht nach vorne. Und da kommt der Affe wieder. Na, wo haben wir Eis? Da haben wir Eis. Seiner mega Lightshow. Immer noch so einfach wie vorher. Na gut, die haben ja auch nichts dazu gelernt. Au! Sollten sie auch. Mussten ja erst wieder neu gebaut werden. Ist schon interessant, aus dem Bauplan von X wurden diese Reploids, die Replicated Androids, geschaffen. X sieht dabei aus wie ein Mensch. Der Rest sind alles Tiere. Also irgendwas ist da ganz besonders schief gelaufen mit dem Bauplan. So, wir befinden uns im Wasser. Und jetzt kommt der letzte der großen Acht. Habe ich jemanden vergessen? Das Mammut. Das Mammut habe ich vergessen. Das kommt ja auch noch. Zuerst einmal schneiden wir dem Kameraden hier mal die Ärmchen ab. Zack. Und dann wird er zugeschildet. Kein besonders schwerer Kampf. Ich nehme aber erstaunlich viel Schaden dafür, dass es kein besonders schwerer Kampf ist. Stirb! Ich habe keinen Schuss mehr. Da muss halt der Ex-Buster her. Aber der macht's auch. Weiter geht's. Oh, so viel Schaden haben wir nie genommen. Ja, wir retten uns in die Tür zum Mammut. Genau, da ist es. Wir fahren wieder mit dem Todes... Fahrstuhl wollte ich schon sagen, ist aber falsch. Mit dem Todesfließband zum Mega-Gegner. Wow. Okay, er hat kein Bart mehr, wollte ich schon sagen. Kein Rüssel. Das ist das Killerschwein mit den Riesenohren. Energietanks, die kann man ja zur Not einsetzen. Würde ich wohl auch machen. Jetzt mal gucken, was hier noch so kommt. Nichts mehr. Na, dann werfen wir doch mal einen Energietank rein. Ich habe hier gerade einen ziemlichen Fehler. Na, macht ihr nichts. Da kommt schon der nächste Gegner. Der war anfällig gegen, ich glaube, den Bumerang. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hey, ich hab einen Darstellungsfehler. Und ich habe zu viele Bumerang eingesetzt. Das ist sehr schlecht. Na, dann muss er jetzt halt so gehen. Ich habe Darstellungsfehler, unfassbar. Soll ich dazu sagen, das ist ein panzerähnliches Ding, das aus zwei Hälften besteht und mich von der Wand runterwerfen kann. Meines Erachtens nach noch der stärkste der Endbosse in den Final Stages. Wow. Aber auch zu schaffen. Selbst mit geschwächter Ausrüstung.
wenn ich mich nicht täusche, war das letzte Final Stage und wir kommen jetzt schon zum Endboss.